Ja, also es war ein richtig gutes Testspiel, viel Tempo drin. Es wurden sehr viele Fehler gemacht bei beiden Mannschaften und das finde ich immer für Testspiele gut, dass man da halt die Fehler macht und nicht in der Saison. Weil wenn man die Fehler halt jetzt macht, dann kann man drüber reden, kann sie abstellen und man verliert, aber es kostet keine Punkte. Ja, also Herkenrath hat überragend gut gepresst und ich wusste das, aber ich habe mich entschieden, trotzdem zu versuchen, dass wir mit Ballbesitz das Spiel nach vorne tragen, dass wir eben nicht mit langen Bällen operieren. Und da haben meine Jungs halt ein bisschen Lehrgeld gezahlt, die erste halbe Stunde. Zwei Fehler führen auch zu zwei Toren. Auf der anderen Seite, die Tore, die wir dann rausgespielt haben, waren wunderschön mit Tempo dann über die Mitte mit ein, zwei Kontakten. Von daher hat es ein bisschen gedauert, so eine halbe Stunde, bis wir gemerkt haben, wo die Lücken sind. Ne? Dass die Lücken wirklich im Zentrum sind, wo man einfach den Ball reinchippen muss, der kann dann klatschen lassen. Und ja, die halbe Stunde war schwer für uns. Da war auch für uns mannschaftsintern so ein bisschen, wollten manche, dass wir lang spielen und auf Ergebnis. Aber ich habe einfach gesagt, wir bleiben ruhig. Und wenn wir diese Fehler dann auch in der zweiten Halbzeit, ich glaube, nach einer Ecke haben wir einfach einen Stellungsfehler und so, dann verlieren wir das Spiel auch nicht. Aber so haben wir es verloren und man gewinnt oder man lernt. Und heute haben wir sehr viel gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.